ich ja dann schon die beiden nehmen, wenn wir dann Stufe 60 sind. Da zwei fette grüne Sockel rein. Oder würden die Streitkolben sogar noch mehr machen? Hätte ich vielleicht vorher mal schauen sollen, ne? Nee, wahrscheinlich nicht großartig. Nee, okay. Gut, wir lassen das jetzt so. Wir nehmen die beiden Schwerter dann ab Stufe 60. Damit hat sich's. Hatte ich ja noch grüne Sockel? Grüne Edelsteine? Ach ja, genau. Hier sind die beiden 115er drin. Okay, gut. Dann quälen wir uns mal noch bis Stufe 60 irgendwie durch. Das werden wir schon packen. Ab ins nächste Nephalem-Portal. Vielleicht reichen die ja dann schon, um auch bis auf Stufe 70 zu kommen. Hoffe ich. Und dann auf Stufe 70 könnte es auch nochmal haarig werden, bis wir dann eine richtig schöne Waffe haben. Weg, 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 weg. Oh, noch einer. Der wahrscheinlich auch, ja. Schade, nicht besser. Gibt es noch was zu sockeln? Nö, ne? Alle haben einen. Ach genau, wir haben jetzt auch hier oben den legendären Edelstein drin, der eine ganze Menge Schaden machen kann. Oh! Plus 33% Zähigkeit. Oh, jetzt ist aber gut hier. Jetzt lass mich mal die Stiefel hier unten entdecken. Mann! Hab du! Geh doch! Okay, dann nehmen wir mal die. Haben wir nochmal eine Zweihandwaffe drin. Auf jeden Fall halten wir jetzt deutlich mehr aus durch die neue Waffe. Ah, die anderen haben dann zwar deutlich mehr Schaden, kommen wahrscheinlich auf beide locker über 50%, aber halt dann wieder deutlich weniger Lebensenergie, aber dadurch, dass die Gegner schneller fallen, wird das schon passen. Stufe 58. Zwei Stufen noch. Dann gibt es ein paar neue Waffen. Halt. Da war noch eine Murmel. So, raus hier. Ah, okay. Bin wieder.
mich. Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man sich wieder frisch ausgerüstet hat, wenn man von fast alles ersetzt. Und dann läuft es erstmal wieder ein bisschen besser, auch durch die deutlich mehr oder höhere Lebensenergie, die wir jetzt haben. Hält man natürlich deutlich mehr aus, Gott sei Dank. Oh oh. Feist. Schnell noch den Reflexionsbrunnen genommen, bevor die Elite-Gegner sterben. Haben wir direkt was von. Und weg damit! Sehr gut. Stufe 59. Okay, ein Level noch. Vielleicht machen wir das sogar noch, bevor der Portalwächter kommt. Dann kann der direkt die Macht unserer neuen Waffen spüren. Dürfte aber knapp werden. Es sei denn, es steht günstigerweise nochmal ein Reflexionsbrunnen irgendwo rum. Oh, hier ist aber was los. Hohohoho. Halt, weg da. Nein. Ah, wieder eingefroren. Da kam ich nicht mehr fort. Das ist aber böse, da vier Explosionen auf einem Haufen. So, wir machen mal ganz kurz was. Falls es wirklich noch klappt mit Stufe 60, dann möchte ich die beiden schon mal wenigstens gesockelt haben. Auf 67% kam das, auf 73% das, Alter. Oh ja. Ich muss sagen, die Zeit vergeht sehr schnell beim Stream. Das sind jetzt schon, na, knapp 3 Stunden. Haut hin.
das wird knapp. Prozent noch. Fehlt noch einiges an Erfahrung. Sei denn, es kommt jetzt ja nochmal so ein Elite-Gegner oder eine Elite-Truppe, dann könnte sogar knapp reichen, aber wenn jetzt hier nur mehrere normale kommen, dann fehlt nicht mehr viel. Ah, verdammt, da ist er. Ereton. Okay, mit ihm werden wir dann wahrscheinlich Stufe 60. Okay, nice. Jo, wunderbar. Stufe 60, endlich. Gut, dann nehmen wir mal die beiden neuen Waffen. Wir sind jetzt bei, naja, knapp 50.000. Kommen jetzt auf 6. Ach so. Plus eins der beiden nehmen. Shit. Nein. Ich hab gedacht, die kann zwei Einhandwaffen nehmen. Okay, dann kann die wahrscheinlich bloß noch so ein spezielles Nebenhandteil nehmen. Verdammt. Was kann ich denn dafür nochmal bauen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da ist mal der ganze Mist weg. Dolch auf jeden Fall, ne? Ach, die sind auch nur einzeln anlegbar. Ah, fuck. Dann doch noch so ein Streitkolben. Ach, ich... Ah, okay. Hat's direkt angelegt. Das ist aber nicht der, den ich möchte. Nö, 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 nö. Weiter. Ah, geht auch noch ein bisschen besser, aber dann auch mit Sockel. Auch nicht schlecht, aber ich werde unten von den Sekundärsachen, glaube ich, keines zu einem Sockel machen können, oder? Also hier? Nee. Mist. Ach komm. Dann nehmen wir halt den. Kann ich den hier unten direkt nochmal entzaubern, dann bekomme ich meinen Edelstein erstmal wieder. Dann können wir an dem hier oben noch ein bisschen rumschrauben. Was ist denn der hier? Zack. So. Gehen wir zur Verzauberin, aber vorher nochmal erstmal das Portal schließen, denn das ist erledigt. So, das gab eine ganze Menge EP, das hätte fast nochmal für ein Level gereicht. Okay, da hatte ich schon den Sockel getauscht, alles klar. Bis 926 Schaden würde das gehen, 6% Schaden. Dann nehmen wir mal das. Toll. Da, 827 Schaden. Sehr gut. 852. Komm schon, 900. So,
dreimal noch. Zweimal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Ach komm. 926, na gut, wird dann schon knapp. Egal. Gut. Ja, neue Waffe am Start. Weiter geht's ab ins nächste Nephalem-Portal. Nur noch 10 Stufen und dann sind wir endlich Stufe 70. Wobei, wir können doch auf Stufe 60 auch nochmal eine ganze Menge Set-Items herstellen, die... Oder ab Stufe 61 sogar. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, ab Stufe 60. Wäre das was für uns? 999 Feuerschaden. Wir könnten nämlich das... Das Dämonen-Set... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also das Dämonen-Set könnten wir zusammenkriegen. Ich mach das jetzt mal, da haben wir mal so ein schönes Set noch an. Sockel. Ein Sockel, aber deutlich besser. Ach, da wieder so ein Widerstandsding rein, ne? So, Dämonenschuppe. Für die Beine. Und die Armschienen dazu. Ja. Gut. Wir hätten bloß 4 gebraucht für das Set. Macht aber nichts. Haben wir das Dämonen-Set an. Dann vielleicht noch... Handschuhe? Geste des Weisen? Ah ja, guck mal, können wir nochmal machen. Ja, da haben wir dann noch ein Set. Für Kopf. Was war das? Kopf, Hände und Füße. Nicht so gut. Hallo Fresh Beer 1. Ja, 390. Nicht mit dem Charakter, mit meiner Hexendoktorin. Die ist Stufe 390. Und das geht auch relativ schnell, wenn man die ganz hohen Qualstufen abfarmt. Denn da kann man schon mal locker 1,5 bis 2 Paragon Level pro großem Nephalem Portal farmen. Also das geht ganz gut. Das dauert nicht. Ja, Mahlzeit erstmal. Es dauert tatsächlich gar nicht so lange. So, auch hier brauchen wir dann Kopfteil mit Schmuck. Einlass, der zum Beispiel... Kriegen wir es vielleicht noch ein bisschen besser hin. Doch, komm schon, gib dir mal jetzt hier Mühe, Schmied. Gibt er sich nicht. So, was war das noch? Ah, Füße. Ja, können wir auch mal machen. Trägt zwar jetzt nicht mehr zu bei. Aber dann haben wir das wenigstens komplett. Das geht relativ schnell. Also ich habe mich dann an die Guides im Internet gehalten für die jeweilige Klasse, wie man da am besten was rausholt. Und gerade halt auch mit diesem Würfel, mit diesen Zusatzfähigkeiten kann man da noch mal einiges reißen. Also die haben bei mir dann teilweise den Schaden... um so viele Millionen angehoben. Nicht hier, wo der Schaden steht. Das ist dann manchmal später relativ unrelevant sogar, sondern da kommt es dann auf Set-Boni und eine bestimmte Skill-Zusammensetzung drauf an. Da geht das dann relativ flott. Gerade die großen Nephalem-Portale
machst du dann wirklich am Anfang, ich sag jetzt mal bis zwei, Stufe 200 Paragon Level, locker 2 Level, 3 Level vielleicht sogar. Welche Klasse spielst du? Super. Jetzt habe ich da noch ein Höschen, da packe ich mal noch ein bisschen Lebensenergie rein. Obwohl, wir haben 140.000. Packe ich noch ein bisschen Geschicklichkeit dazu. Und das könnte ich hier oben eigentlich auch machen. Wobei ich da erstmal, die habe ich noch gar nicht verwurstet, weil das die Hexendoktorin alles nicht brauchte, die ganzen Smaragde. Ach so, warte mal. Ich könnte einen makellosen Imperialen direkt herstellen. Machen wir mal. Da hole ich halt. Ich war schon richtig. Da hole ich mal den einen hier oben aus dem Brustkorb noch raus. So und raus damit. So. Gut. Verwerten wir den ganzen Kram wieder.